Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits. Ja, den DAX spare ich mir heute, da tut sich sowieso nichts. Direkt zum US-Markt, da haben wir weiterhin das zweigeteilte Bild. Dow Jones steigt, Nasdaq bewegt sich seitwärts. Gerade kam positive US-Wirtschaftsdaten rein, was dazu führt, dass der Dow Jones weiter ansteigt. Wir hatten ja gestern so eine kleine potenzielle Topping-Kerze, die wird heute nicht bestätigt. Im Gegenteil, es geht weiter aufwärts. Das heißt, hier können wir durchaus bis Jahresende noch mit weiteren Zugewinnen rechnen. Der Markt ist mittlerweile ziemlich überhitzt, aber noch nicht so extrem, dass man sagen muss, jetzt geht's aber runter. Das heißt, ich denke, die Bullen werden das Ganze noch ein bisschen ausreizen. Wir haben so eine ähnliche Situation wie vielleicht hier in der ersten, als die erste Kaufwelle nach dem Brexit so langsam auslief. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten Tagen vielleicht in so eine leichte Seitwärtskonsolidierung übergehen, um dann in Richtung Jahresende nochmal anzusteigen auf neue Allzeithochs, alternativ geht es auch direkt weiter aufwärts. Aufwärtspotenzial halte ich allerdings für begrenzt. Irgendwas von 2 bis 5%. Ja, und dann werden wir uns wahrscheinlich im neuen Jahr mit einer Korrektur anfreunden müssen, die mehrere Wochen dauert. Im günstigsten Fall läuft die ebenso flach wie die hier im Sommer und Herbst. Das war ja nicht weiter schlimm. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich neue Kaufchancen im ersten Quartal des nächsten Jahres sehen. Beim Nasdaq ist das ein bisschen trickreicher, das ganze Bild. Der ist ja deutlich schwächer als der Dow Jones und S&P 500. Ja, hier wird sich noch zeigen, ob sich das Ganze als eine Top-Bildung entpuppen wird und zu einer schärferen Korrektur führt dann im nächsten Jahr oder ob das so seitwärts weitergeht. Das lässt sich aktuell nicht wirklich prognostizieren, aber es ist kein wirklich gutes Zeichen, dass der US-Aktienmarkt so zersplittet ist, dass ganze Sektoren der Sache hinterherhängen. Auch das ist für mich so ein Indiz, dass es spätestens im kommenden Jahr mal eine längere, größere Korrektur geben wird. Ja, vielleicht noch mal zum Gold. Der Goldpreis rutscht heute auf ein neues Mehrmonatstief ab. Aktuell bei 1160 Dollar, also hier in dem Bereich. Das sieht für den Goldpreis selbst nicht allzu gut aus. Allerdings muss man sagen, der Silberpreis bestätigt diese Schwäche nicht. Und was überhaupt nicht diese Schwäche bestätigt, sind die Minen, auch nicht die kleinen Goldminen. Den gucken wir uns jetzt mal an, den Index. Die Minen notieren, laufen seitwärts und zwar seit 3 Wochen, während der Goldpreis in diesen 3 Wochen doch nochmal deutlich verloren hat. Das heißt, wir sehen hier so eine erste relative Stärke der Minen sich aufbauen. Und das ist das erste Mal seit Beginn der Goldkorrektur, dass das passiert. Und das wiederum ist für mich so ein ziemlich sicheres Anzeichen, dass wir bald eine deutlichere Golderholung sehen. Ich denke, dass der Goldpreis dann wenigstens in den Bereich um 1250 Dollar hochlaufen wird. Das ist also ein Aufwärtspotenzial von 100 Dollar. Sollte es weiter aufwärts gehen, wäre das ein Achtungszeichen, dass die gesamte Korrektur vielleicht vorbei ist und wir in eine neue Rallye übergehen. Aber das muss der Goldpreis erstmal schaffen. Bis dahin Erholungsziel etwa 1250 und dann schauen wir einfach mal weiter. Aktuell ist die Stimmung für Gold ziemlich ausgebombt und auch das ist ein Faktor, der eine Goldpreiserholung unterstützen sollte. Ja, demnächst werden wir uns ja mit einer US-Zinserhöhung anfreunden müssen. Ich denke aber, dass die weitgehend eingepreist ist in allen Märkten, weil die Wahrscheinlichkeit einer solchen Zinsanhebung
um die 90% liegt. Das heißt, der Markt geht ziemlich fest davon aus, dass es eine solche geben wird. Und von daher ist das auch kein Überraschungspotenzial, auch keines für den Goldpreis mehr. Ja, mit diesen Aussichten verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt.